Herzlich willkommen zur LinkedIn-Show mit Datenschmutz, bereits die 23. Ausgabe, die zweite im neuen Jahr, im neuen Jahrzehnt. Mein Interviewpartner heute in der Sendung ist Martin Goldmann. LinkedIn-Nutzer, die öfter mit Video zu tun haben, kennen Martin wahrscheinlich. Er ist einer der Online-Video-Profis, beschäftigt sich auch schon sehr lange mit diesem Thema. Und wir beide plaudern heute einerseits über Martins Werdegang. Wie gewohnt wird es das Interview in zwei Teilen geben. Und im zweiten Teil unterhalten wir uns dann zum einen über LinkedIn und zum anderen wird Martin ein paar Tipps geben, sehr praktische Hands-on-Tipps für alle, die ihre ersten Geh- oder besser gesagt Drehversuche mit dem Smartphone unternehmen möchten. Ich denke, es ist mittlerweile ziemlich klar, dass Video ein großer Trend 2020 bleiben wird. Ich gehe auch mal davon aus, dass die insgesamte Zahl von Videos, die wir sehen, sehr, sehr stark steigen wird, das Video einen fixen Platz in der Online-Kommunikation einnimmt. Und was ich da natürlich auch sehr schnell sehe, das war genau das Gleiche zu Beginn der Social-Media-Plattformen mit den Fotos. Da hieß es, ja, ein Handyfoto und ich rede hier von 6 bis 7 Jahren oder vielleicht noch länger. Da waren die Smartphone-Kameras noch bei weitem nicht so leistungsfähig wie heute. Und da hieß es dann damals, ja, auf Social Media, da muss das alles nicht so perfekt ausschauen. Da ist es schon okay, einen Selfie zu posten. Das hat sich ziemlich verändert. Ich würde mal behaupten, die Einsätze sind gestiegen. Wenn man sich Company-Pages heutzutage ansieht, da findet man durchaus professionell produzierte Bilder. Und ich behaupte mal, dass im Videobereich genau das Gleiche passieren wird. Also Handyvideos sind eine Zeit lang akzeptabel, aber der Standard steigt. Und ja, in diesem Zusammenhang auch noch vielleicht ein kleiner Tipp. Ich habe letzte Woche, weil mich das Thema selber natürlich auch sehr beschäftigt, einen ausführlichen Artikel geschrieben, welches Equipment man braucht, um Videos so in der Art zu produzieren, wie ich es hier eben in der LinkedIn-Show mache. In dem Fall an meinem Desktop-Rechner mit Greenscreen hinter mir. Wird Sie vielleicht überraschen, abgesehen von dem Rechner, den man dazu benötigt, das sollte natürlich relativ schnell sein, reicht Equipment um knapp unter 600 Euro und das umfasst aber Kamera, Mikrofon, Licht und natürlich sprechen wir hier nicht von professioneller Cinemaskopie, wie sie etwa mit Red-Kameras möglich ist, aber damit kann man schon ja, ganz ordentlichen Standard erreichen. Und dann kommt natürlich noch das Nächste dazu, die Formalitäten sind immer eine Sache, aber letztendlich zählen natürlich die Inhalte. Hatte ich auch gestern eine sehr spannende Diskussion, weil man sieht es auch im Bereich der Webseiten. Wenn die älteren Zuseher unter uns, quasi die, die das letzte Jahrtausend schon erwachsen oder teilerwachsen miterlebt haben, Ende der 90er waren Intros bei Homepages eine ganz große Sache. Es war technisch nicht unbedingt einfach, Homepages zu programmieren, beziehungsweise es konnten nur relativ wenige Personen und der Fokus lag sehr stark auf den formalen Aspekten. Mittlerweile dank WordPress und anderen Content-Management-Systemen ist es sehr, sehr einfach, technisch gesehen Homepages zu produzieren, aber das macht es natürlich um nichts einfacher, sich Gedanken zu machen über die passenden Inhalte. Eben über die Inhalte, die eigene Zielgruppe wirklich ansprechen. Sorry. Trockene Kehle. Hatte heute Vormittag Vorlesung und Nachmittag einen Workshop, also bereits relativ viel gesprochen. Damit zurück zum Thema Inhalte, passende Inhalte. Bevor ich euch den ersten Teil des Interviews mit Martin vorspiele, noch eine kurze Überlegung bzw. eine Slide, die ich auch bei unserem Growth Meetup in Wien am Montag hergezeigt habe. Ich nenne das mal die LinkedIn-Dreifaltigkeit. Persönlich bin ich ja Agnostiker und keiner Glaubensgemeinschaft zugehörig. Trotzdem mag ich irgendwie das Wort Dreifaltigkeit, drei christlichen Götter, eigentlich vier mit dem Teufel. Was ist diese LinkedIn-Dreifaltigkeit? Und es gibt im Wesentlichen drei Bereiche, in denen man auf LinkedIn tätig werden kann oder drei Aktionsfelder. Das eine, das Ganze ist durchaus, behaupte ich mal, auch chronologisch zu sehen. Die Grundlage, das erste, ist das eigene Profil. Eine gute Nachricht, damit beginnen Sie. Und das ist auch der vergleichsweise einfachste Job.
Einen perfekten Profiltext zu schreiben, das optimale Profilfoto zu produzieren, mag nicht ganz trivial sein, aber es handelt sich hier im Wesentlichen um eine Aufgabe, die vielleicht nie ganz abgeschlossen ist, aber die man ganz gut erledigen kann, wenn man weiß, wer die eigene Zielgruppe ist. Vollständig ausgefülltes Profil, ein Beschreibungstext, der die Zielgruppe anspricht, die richtigen Keywords im Slogan. So, dann hat man mal das Profil. Und dann kommt aber der zweite Faktor dazu, der auch ganz, ganz wichtig ist, nämlich die Inhalte. Also das, was man eben auf LinkedIn postet, die Summe der Status-Updates, Artikel und so weiter. Da braucht es natürlich, oder da sollte man sehr, sehr konsistent bleiben mit dem eigenen Profil. Also sprich, wenn ich mich auf LinkedIn als LinkedIn-Experte präsentiere, hier in meinem Fall, dann werde ich nicht ständig über Instagram posten, sondern natürlich über mein Hauptthema. Und dann kommt der dritte Faktor dazu und der hat ganz, ganz große Auswirkungen auf beide Bereiche, nämlich das eigene Netzwerk. Überlegt euch mal Folgendes. Auf LinkedIn bekommt ihr immer wieder mal Kontaktanfragen, manchmal mehr, manchmal weniger. Und dann überlegt man sich halt, nehme ich diese Kontaktanfrage an oder tue ich das nicht. Für mich, ich bin da recht pragmatisch, wenn nicht jemand ganz offensichtlich irgendein Spammer ist oder mir Webseitenprogrammierung um 3,50 Dollar die Stunde verkaufen will, dann nehme ich die Kontaktanfrage mal an. Nämlich, kleines Geheimnis an dieser Stelle, die nervigen Spammer entblößen sich immer ganz schnell selbst. Da bekommt man dann gleich nach 2-3 Stunden ein langes Verkaufsmail und kann dann eben ohne weiteres die einmal angenommene Freundschaft auch später wieder rückgängig machen. Anders schaut es aus mit den Freundschaftsanfragen, die man selber verschickt. Darüber habt ihr natürlich die volle Kontrolle. Da könnt ihr euch aussuchen, wen ihr kontaktiert. Und es ist tatsächlich ein homogenes Netzwerk oder ein Netzwerk mit gemeinsamen Interessen ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, damit es mit der Reichweite funktioniert. Wenn Sie 20% Rechtsanwälte, 20% Konditoren, 20% Online-Marketer und 40% komplett durchgemischte Nutzer haben, dann wird es sehr, sehr schwierig, Inhalte zu posten, die für einen möglichst großen Teil des eigenen Netzwerks interessant sind. Man muss wissen, welche Leute habe ich in meinem Netzwerk, was sind deren Themen, was sind deren Interessen oder deren Pain Points. Und um das zu gewährleisten, muss ich eben schauen, dass ich mir ein homogenes Netzwerk aufbaue und, wie gesagt, der primäre Hebel dafür ist, nur eben einmal ganz klar, die Kontaktanfragen, die man verschickt. Und deswegen ist auch die richtige Kontaktrecherche so essentiell und daher wird der Sales Navigator auch gerne als LinkedIn on Steroids, also LinkedIn auf Steroiden bezeichnet. Und ganz spannend ist auch, wenn ihr euch überlegt, Netzwerk und Profil, da wohnt sozusagen die Community, Inhalte und Netzwerk, hier passiert die Interaktion. Der Brand, das Branding, das Personal Branding oder die Markenbildung, die entstehen in der Überschneidung von Inhalt und Profil, ist natürlich nicht ganz trennscharf. Auch das Netzwerk spielt beim Branding eine Rolle, beziehungsweise indirekt über die Inhalte. Und diese drei Bereiche, ja, dieser dunkle Überschneidungsbereich in der Mitte, das ist in Summe LinkedIn. Und das sind die drei Hebel, die ihr habt. Das eigene Profil ist super wichtig. Inhalte sind super wichtig. Das eigene Netzwerk ist natürlich ebenfalls sehr, sehr entscheidend. So viel also zur LinkedIn-Dreifaltigkeit. Wow, so viele Zuseher, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr alle dabei seid. Gleich geht's los mit dem Interview mit Martin. Ich schaue nochmal kurz rein, ob es hier Fragen gibt. Hallo Milos! Man, Annette, hi, freut mich, dass du dabei bist. Hallo Martin, oh, Internetverbindung funktioniert im ICE. Martin hat mir nämlich gerade vorhin geschrieben, dass er im Zug unterwegs ist. Hi Margit, hallo Christoph, hallo Markus. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, immer gerne her damit. Vielen, vielen Dank für die Kommentare. Es ist wirklich immer super lässig, wenn man so ein Live macht und auch sieht, wer dazu sieht. Ist ganz toll, ist wirklich sehr, sehr motivierend. Aber damit, enough said. Hören wir uns einfach mal an, wie Martin vom Journalismus zum Video gekommen ist. Viel Vergnügen mit dem ersten Teil des Interviews mit Martin Goldmann. Lieber Martin, auf LinkedIn kennt man dich als
Videotippgeber. Deine Karriere hat nicht mit Bewegtbild begonnen, hast du mir mal erzählt. Wie Überhaupt bist du nicht im zu dem Thema Geringsten. Video gekommen oder überhaupt zu dem Thema Medien? Sehr langsam. Also Thema Medien ging relativ schnell. Ich habe 1988 angefangen beim Markt- und Technikverlag in München bei einer Zeitschrift namens PC Plus, später dann Powerplay und Computer Persönlich und was auch noch immer. Das war damals die große Zeit der IT-Fachzeitschriften. Das heißt, jeder, der eine Zeile Basic konnte und eine Zeile einen deutschsprachigen Satz formulieren konnte, war automatisch da schon Redakteur. Und die Boomzeit damals habe ich mit großem Genuss mitgenommen und die hat so bis in die mittleren 2000er Jahre gedauert. Und da hat es dann dank diesem Internet eine Zeitschrift nach der anderen zerrissen. Ganze Verlage sind dann von dannen gegangen und da habe ich mir dann was Neues suchen müssen. Und das war dann tatsächlich das Themengebiet Video. Ich war ja zu dieser Zeit ein sehr regelmäßiger Konsument von Powerplay und anderen Spielezeitschriften. War ja super wichtig. Da gab es ja auch noch richtige Spieletests und nicht nur Ja. Ankündigungen wie später. Aber ich war jetzt wieder mal im Zug unterwegs und habe mir gedacht, eigentlich würde ich zur Unterhaltung gerne ein Spielemagazin lesen. Ich glaube, es waren zwei am Bahnhofskiosk. Das ist, Ja. ja, das ist. Also ein paar haben sie noch gehalten, auch bei den Nicht-Spielezeitschriften. Die CT ist ja immer noch da, eine Computerbild gibt es noch. Genau. Aber es ist lang nicht mehr so ein Markt wie Ja. früher. Das ist passé. So ist es halt einfach. Also die Zeiten ändern sich, ne? Das Und lernt man der ja auf Heise LinkedIn auch Verlag jeden Tag. ist ja doch eine ziemliche Ausnahmeerscheinung, aber wenn man europaweit schaut. Die machen das auch richtig gut. Die haben Ja. sich auch nie selber verkauft. Die sind immer glaubwürdig. Ja, also das haben sie wirklich gut gemacht. Toi, 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 Ja. möge es noch viele Jahre halten. Ja. Also, und dann war aber sozusagen, als die Print-Ära vorbei war, dann hast was war dann dein Fokus oder dein Interesse? War das Thema Video da dann schon für dich Ja, relevant? das kam. Also glücklicherweise hat das Internet geholfen, die Zeit, den Wegfall von Print deutlich abzufedern. Ich habe zusammen mit einem Kollegen 1999, das ist jetzt gut 20 Jahre her, den Tippscout gegründet, eine Webseite mit Tipps und Tricks. Von so kochen Sie ein Ei bis zu so konfigurieren Sie irgendwas unter Linux, wobei die Linux-Themen so ein bisschen abgenommen haben. Und das hat so ab 2005, 2006 tatsächlich Werbegeld abgeworfen und hat mir dann ermöglicht, dann relativ weich aus dem Printgeschäft herauszufallen und mir dann in aller Ruhe das Thema Video aufzubauen. Also wenn du meine ersten Videos sehen würdest, in meinem YouTube-Kanal sind, glaube ich, sogar noch so ein paar ganz alte, also von 2006, wüsstest du auch, dass es ein langer Weg war bis heute. Hallo, neulich ist mir ein schönes Beispiel ins Haus geflattert dafür, wie problematisch in HTML formatierte E-Mails sein können. Die hier gezeigte Pressemitteilung hat eine vollkommen durcheinander geratene Formatierung. Sie ist weder professionell noch überhaupt lesbar. Ein Blick in den Quelltext der Mitteilung hat mir gezeigt, dass der Text offenbar mit Microsoft Word formatiert und direkt in die E-Mail übernommen wurde. Ich habe letztens wieder mal mein erstes Video angeschaut im YouTube-Channel. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Datenschmutz-Video-Podcasts. In dieser Folge geht es um die Permalink-Struktur von WordPress. Ich werde in unregelmäßigen Abständen solche Videos aufs Blog stellen und in jeder einzelnen Ausgabe ein bestimmtes Thema oder Problem aus dem Bereich SEO, Suchmaschinenoptimierung und WordPress behandeln. Ja, das ist man. Es war nur die Technik, oder? Die Technik hat sich weiterentwickelt. Ja, auch das Verständnis von Ja, klar. Technik. Also das Ja. ist, ich war auch damals voll auf der Schiene, ich brauche einfach eine tolle, teure Kamera und dann bin ich automatisch schon ein guter Videojournalist. Und das zu lernen, dass es eben nicht so ist, das ist dann der Weg, den man gehen muss. Da sind wir dann wieder bei den Inhalten quasi. Da ist das Formale und das Technische kann man ja vergleichsweise schnell erlernen, behaupte ich mal. Richtig, Ist ja. in der Social Media Kommunikation eigentlich nicht anders. Aber der Muss ich dazu. Inhalt zählt einfach. Also wir Ja. erzählen es immer wieder, eigentlich müsste das längst überall klar sein. Und doch denken wir, und ich nehme mich da nicht aus, viel zu oft über Technik nach und ob uns noch mehr Technik noch besser macht. Siehe diese Dinge da hinten. So sind wir offenbar angelegt als Menschen. Ja, und wir Männer vielleicht kommt noch ein bisschen Spielzeugaspekt dazu. Da haben Frauen andere Spielzeuge, aber. Ja, also meine Frau und ich, wir geben uns da nichts in Sachen Okay. technische Dinge. Ja, meine nicht so zum Glück, die andere. Die andere. Du, aber nur noch eine Frage zu Tippscout damals, dass ich nehme an, da wird
sicherlich SEO oder Google ein wichtiger Traffic-Channel für Ja, euch freilich. sein, Ja, oder? ja. 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 Also da sind wir ausschließlich Google getrieben und wir hatten eine Zeit lang, also es gibt so zwei einschneidende Punkte. Der eine war, glaube ich, so 2004, das war das Allegra-Update oder sowas. Da hat Google zum ersten Mal richtig seinen doppelten Content aufgeräumt und wir hatten vom Tippscout aus durch geschicktes Programmieren nicht nur doppelten Content, sondern 42-fachen Content. Magische Zahl. Das heißt, ein Stück, ein Tipp war unter bis zu 42 URLs zu erreichen. Hat dann Google mal irgendwann gesagt, okay, Schluss, raus. Ja, Und ja. da war man dann draußen, da habe ich alles aufgeräumt. Und weil ich gründlich bin, mag ich sowas natürlich auch verifizieren. Also habe ich denselben Fehler dann nochmal gemacht. Ich hab einen Syntaxfehler in der Robots.txt gehabt für die Spezialisten. Der hat dazu geführt, dass der Content wieder unter viel zu vielen URLs zu erreichen war. Ist mal wieder rausgeflogen und seitdem haben wir es einigermaßen drin. Ja, und wir haben lange gut davon gelebt, kann man wirklich sagen. Aber die Seite hat immer noch viel Traffic, oder? Ja, hat immer noch gut Traffic, lang nicht mehr so viel wie früher. Also uns hat es in den letzten Jahren schon ziemlich gebeutelt, auch was die Aktualität vom Content betrifft, auch was die Art betrifft. Wir haben den Content oder die Tipps so geschrieben, wie wir es früher für die Zeitschriften geschrieben haben und haben schon relativ spät erkannt, dass man das wirklich anders machen muss. Und das haben wir jetzt inzwischen begriffen und jetzt halten wir uns solide, nicht mehr auf dem hohen Niveau von früher, aber wir können dort zufrieden sein. Es ist ein sehr spannendes Stichwort, finde ich. Weiß nicht, ob ich habe das, auf der Uni haben wir das immer unter Medienmorphologie subsumiert, sozusagen, dass ja ein und dasselbe Inhalt, oder wie man einen Tipp schreibt zum Beispiel, dass das schon sehr, sehr abhängig ist vom Format. Ich meine, früher weiß ja auch jeder Journalist, dass ein geschriebener Artikel nicht einfach im Radio vorgelesen werden kann, sozusagen. Und da gibt es bei Social Media wahrscheinlich halt auch solche Ja. Regeln oder Kriterien, die da stark reinspielen. Also ich habe da zwei Ansatzpunkte, wenn ich da kurz darf. Das eine sind die Themen, die Leute suchen. Das sind diese klassischen Tipps und Tricks. Wenn jetzt jemand sagt, wie stelle ich in Photoshop ein Bild frei, dann muss ich nicht anfangen wie früher bei einem Zeitschriftenartikel. Photoshop ist eine Bildbearbeitung. Sicher kennen Sie alle das Problem. Viele, viele Videos fangen auch so an. Da führt dann der Sprecher oder die Sprecherin im Tutorial lange ein, dass sie Photoshop haben und dieses Problem haben und so weiter. Interessiert mich überhaupt nicht, weil ich habe das Problem ja schon. Ich brauche die Beschreibung nicht. Bitte gib mir die Lösung und zwar jetzt. So, und das ist die eine Kategorie, Tipps und Tricks, Nutzwert, dass man sofort mit dem Nutzwert rüberkommt und das funktioniert auch. Und die andere Kategorie, das ist so dieser Vorbeiscroll-Content auf Social Media. Ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern das ist ein bisschen wie früher oder wie in der Arztpraxis, wo die Illustrierten rumliegen und man blättert dann halt so durch die Gala oder was auch immer da durch. Und da, wo ein schönes Bild ist, da, wo ein schöner Aufhänger ist, bleibt man vielleicht mal hängen und liest sich dann weiter rein. Also das sind so die zwei großen Kategorien, die ich da sehe. Und die muss man meiner Ansicht nach beide bespielen und bedienen, um mit Content auch auf längere Sicht erfolgreich zu sein. Also Push und Pull sozusagen, die Informationen, Ja. die man sich aktiv holt und die halt auf einen zukommen, die man dann als primär Entertainment wahrscheinlich oder so. Ja, Genau. Wobei auch wenn mir auf Social Media jemand erzählt, sieben tolle Tipps für Instagram, dann möchte ich nicht zwei Bildschirmseiten lang lesen, wie toll Instagram ist, sondern ich möchte Tipp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann gehe ich wieder. Ja, also es wird viel zu viel Zeit verschwendet im Internet. im Gegensatz zu vielen anderen, die über diese Dinge sprechen, setzt du das, was du gerade erzählst, auch sehr, sehr konsequent um mit deinen eigenen Videos. Ja, ich bin ein großer Fan von deinen Kurzvideos mit Tipps. Die sind, ich glaube, das längste dauert, glaube ich, so 3 Minuten, 3, 4 Minuten. Ich bin mal bei einer Minute 30, bei 2 Minuten 30, glaube ich. Das war so mein persönlicher Sündenfall. Maximum. Ansonsten schaue ich, dass ich so zwischen einer Minute und einer Minute 30 bleibe, ja. Aber wenn man jetzt dir folgt und ein paar dieser Videos anschaut, die ersetzen, also entweder selber ausprobieren, wahnsinnig lang, vielleicht irgendwann draufkommen oder sehr, sehr viel recherchieren, das ist halt sehr, sehr kurz und knackig. Das heißt, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Du bist Videoprofi, gehst dann her und machst Tipps, die man normalerweise in Kursen lernt, vielleicht nicht mal dort. Gut, liegt daran, dass ich solche Kurse halte und da dann sozusagen meine Leckerchen austeile, auf dass die Leute dann auch anbeißen und mich buchen für die Kurse, gerade Videokurse, auch zu Texten kann ich eine Menge erzählen oder sehr kurze Sachen erzählen. Und das ist so der Hintergedanke. Also einmal auf mich aufmerksam machen, da bin ich, das kann ich.
Und irgendeine Gabe, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ich es richtig gelernt habe, diese Gabe, Dinge zu verkürzen, die habe ich und die genieße ich sehr und mit der kann ich auch sehr viel spielen und sehr viel anfangen. Das heißt, ich versuche, möglichst wenig Zeit zu verschwenden der Leute, weil die Leute, die zuschauen, die das lesen, die wollen auch weiter, die haben auch noch andere Sachen zu tun, außer jetzt mich anzugucken. Wie läuft das so, wenn man bei dir einen solchen Video-Workshop bucht? Machst du das intern bei Unternehmen? Sind das öffentlich zugängliche Veranstaltungen? Also aktuell sind es Inhouse-Schulungen, wie man so schön sagt. Die Unternehmen buchen mich für ein bis sechs, sieben, acht Leute und dann komme ich dahin europaweit. Ja, also in Wäre Deutschland, meine nächste Österreich, Frage gewesen. Also da wäre Österreich Schweiz. auch absolut im Radius. Du, wir haben jetzt einen Direktflug nach Wien von Nürnberg aus. Insofern steht dir Ah, sehr nichts im gut. Wege. Ich komme dich gerne Ja. besuchen. Ja, und vice versa. Ja, ich kann mir vorstellen, das ist wahnsinnig wertvolles Wissen für Unternehmen, weil ich merke das bei meinen Kunden, da gibt es sehr viel Bedürfnis aktuell und Mitarbeiter wissen, man kann mit relativ vergleichsweise bescheidenen Mitteln, ich sage mal kein professionelles Kamerateam, sehr, sehr veritable Ergebnisse erzielen und das kann der Weg dorthin halt enorm verkürzen. Ich kann nur sagen, ich habe allein durch deine Videos wahnsinnig viel gelernt, kann ich nur wärmstens empfehlen. Wilde, wilde Zeiten, unvorstellbar eigentlich, dass wir uns mal in Printmagazinen oder besser gesagt aus Printmagazinen über Computerspiele informiert haben. Aber hey, wir haben ein neues Jahrzehnt, das war ein früheres Jahrtausend. Und ja, nebenbei bemerkt, apropos analog, ich habe mir gerade für die Stimme ein Bronhi geholt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Irgendwie kenne ich die aus meiner Kindheit und kaufe mir die jetzt immer in dem türkischen Supermarkt, wo ich das Rindfleisch für mein Hundefutter einkaufe. Und funny, wusste ich nicht, die werden in Kroatien produziert, in der Nähe von Zagreb. Und Kroatien, beziehungsweise speziell Pula, ist der absolute Lieblingsplatz meiner Frau, von Pula, meiner Hündin und von Capri und mir im Sommer und überhaupt auch. Und was ich absolut nicht ausstehen kann, ist Lakritze. Funnily though, sind das Lakritzbonbons, allerdings mit Kräuterauszügen. Man lernt immer wieder was über sich dazu. Ja, Bronhi. Übrigens, falls ihr meine Sendung sponsern wollt, sehr gern. Scherz. Martin über Journalismus, über Printjournalismus und dann über Tippscout zum Videoprofi, zum Videoexperten geworden. Darüber werden wir uns im zweiten Teil des Interviews unterhalten, über Online-Video, speziell über Video für Social-Media-Plattformen, Videos mit Smartphones. Zuvor noch ein kleiner Hinweis. Ihr habt das wahrscheinlich oder vielleicht schon mitbekommen. Wir haben in dieser Woche am Montag, also wir, Irene Kilubi, Engin Eser und ich, das neue Debattenformat On Point gestartet. Worum geht es dabei? Wir werden jedes Monat ein Thema auswählen und dann verschiedene Experten dazu einladen, zu diesem Thema kurze Statements abzugeben. Wir fassen diese Statements dann in einem Artikel zusammen. Den seht ihr hier. Die Links zur Sendung gibt es natürlich wie immer dann in den Shownotes. Ist bei Irene am Profil. Wir waren hier eine Zwölferrunde in diesem Fall. Brent Armstrong ist mit dabei, Britta Behrens, Irene Kilubi natürlich selber auch, Engin Esa. Florian Hommeier, Storytelling Guy Ilkay Özkesaulu, Margit Bartl, Michael Bednorz, Pascal Lauscher, Sigi Lieb, Stefan Reif und meine Wenigkeit. Es ging in der ersten Runde um die Frage, wie ist das eigentlich so mit dem Algorithmus? Also allgemeine Social Media Plattformen, steuert uns der Algorithmus, steuern wir den Algorithmus? Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sichtweisen drauf. Kann ich nur empfehlen, lest euch den Artikel durch. Ich denke, ein sehr, sehr relevantes Thema für jede und jeden, der oder die sich mit Social Media beziehungsweise auch mit der Optimierung der Reichweite, mit Content Marketing und solchen Themen beschäftigt. Wir werden auch ein Video-Review machen und die Ergebnisse nochmal zusammenfassen. Mehr dazu nächste Woche. Bleibt dran und im Februar gibt es dann ein neues On-Point-Thema. Wer da mitmachen möchte oder sich einbringen möchte, das Projekt verfolgen, der kann selbstverständlich Irene und mir folgen. Es gibt aber auch eine LinkedIn-Gruppe dazu, die heißt passenderweise On Point und da werden wir auch neue Themen diskutieren. Also ihr seid herzlich eingeladen. Link gibt es dann, wie gesagt, in den Kommentaren. Und damit
kommen wir zum zweiten Teil des Interviews mit Martin Goldmann. Wie bereits angekündigt, unterhalten wir uns über LinkedIn, über Online-Video und es gibt ein paar gute und, glaube ich, sehr, sehr praktisch anwendbare Tipps. Viel Vergnügen. Du bist sehr aktiv auf LinkedIn, warst auch natürlich auch auf anderen Social Media früher mehr. Mittlerweile ist, glaube ich, LinkedIn schon dein Hauptfokus, oder? Ja, ja. Also seit ich letzten Sommer Facebook verlassen habe, muss ich irgendwie meine Social Media Sucht befriedigen und habe mich dann auf LinkedIn eingeschossen und genieße das tatsächlich sehr, weil du, also ich empfinde LinkedIn als deutlich wertschätzenderes Netzwerk. Ich kann leider halt keine Essensfotos posten oder nicht so viele und auch nicht so viele Bilder von den Hunden posten. Die muss ich dann irgendwie irgendwo in Nutzwert mit reinschmuggeln, die Hunde. Sonst übrigens, wir beide, für alle Zuseher, Zuhörer, wir haben mal eine Hundegruppe gegründet, ja. Dogs. Da sind wir alleine mit den Hunden drin. Genau. Also falls andere Hundebesitzer auch das Bedürfnis haben, öfter mal Hundefotos zu posten. Link folgt in den Kommentaren. Sollen da reinkommen. Das andere Schöne an LinkedIn ist auch noch, das ist für mich ein Netzwerk, in dem ich, also LinkedIn registriert bin ich seit 2,5 Jahren oder sowas. Aber ich habe da jetzt tatsächlich erst diesen Sommer angefangen oder dieses Frühjahr angefangen. Das heißt, es ist alles recht frisch und man kann da wirklich von Grund auf nochmal loslegen. Und so Sachen wie das Impulsformat, also diese kurzen anderthalbminütigen Videos, die habe ich auch nicht so aus der hohlen Hüfte geschossen, sondern ich habe vorher sehr, sehr viel experimentiert mit längeren Formen, mit kürzeren Formen, mit Texten, Bildern und so weiter, bis sich das dann halt so als ganz gute Variante rauskristallisiert hat. Das macht das Ganze sehr schön. Und Instagram bin ich auch noch ein bisschen. Und YouTube. Ja, Instagram ist ja auch nicht der schlechteste Platz für kurze Videos, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich gerade jetzt im Bereich Synthesizer unterwegs. Da drolligerweise in dem Bereich geht praktisch gar nichts ohne Video. Also man kann zwar Fotos posten, aber wen interessiert ein Foto von einem Musikinstrument, wo man nichts hört? Das heißt, am besten da einen kurzen Film machen, wo irgendwas schnarrt, krächzt oder keucht, also so in dem Fall meine Musik, und dann wird es auch angeschaut. Läuft besser als reine Fotos, ja. Was erwartet einen da? Geht es da mehr um die Synthesizer als Musikinstrumente oder um die Musik, die du machst oder um beides? Das ist tatsächlich bis auf ein kleines Nutzwertvideo der einzige Bereich, wo ich mich nicht nützlich mache und wo ich überhaupt nicht an die Leute, die zuhören, denke, sondern einfach nur das mache, was eigentlich allen Regeln widerspricht, sondern einfach nur noch die Sachen poste oder rausbringe, die ich schön finde. Gibt ein paar Leute, die das teilen, diesen Geschmack, die sich das dann auch gerne anhören. Es ist aber nichts, wo ich jetzt sage, Leute, geht hin, abonniert es. Es soll wirklich auch nur, sollen nur diejenigen abonnieren, die sich sowas auch anhören können. Ne? Also meine Frau kann sich es nicht anhören zum Beispiel. Die hat mich neulich mal gefragt, ob denn der Synthesizer läuft. Und ich sagte, ja, dann ist mit meinen Ohren doch alles in Ordnung. Also sie hatte so ein Störgeräusch irgendwo hinten empfunden und das war dann neulich. Okay. Also das ist mehr was für Ambient-Konnoisseure sozusagen. Richtig, ja. Also ja. Da muss man schon mögen, das Ganze, ja. Und ansonsten habe ich noch YouTube-Kanäle ohne Ende mit der Content konkret zum Beispiel, wo es im Wesentlichen auch um die Themen geht, die ich hier auf LinkedIn spiele. Es gibt noch einen Kanal, meinen klassischen, da geht es sehr stark um Videoschnitt mit Final Cut Pro 10. Und dann habe ich noch den Tipscout-Videokanal, den ich auch noch mit betreue. Also auch da bin ich... Ich mache doch, glaube ich, ziemlich viel in diesem Internet, ja. Ja, klingt ein wenig so. Und apropos, dass die Themen LinkedIn und Video passen ja momentan ganz besonders gut zusammen, behaupte ich mal. Abgesehen davon, dass LinkedIn in den letzten 12 Monaten im deutschen Sprachraum doch sehr, ja, fast explodiert ist eigentlich, meinem Dafürhalten nach. Gab es jetzt noch sozusagen den zweiten großen Push für das Thema Video? Es machen mehr Personen Video als je zuvor. Das heißt, das Interesse ist natürlich enorm für die Dinge, die du machst. So in Sachen Kürze, wenn jemand sagt, ich möchte das mal ausprobieren, es gibt die DachTV-Gruppe und so, hast du 3 Tipps für jemanden, der sein erstes Video mit dem Handy drehen möchte, worauf man achten sollte? Ja, auf jeden Fall. Also mit dem Handy drehen ist eine prima Sache.
auf jeden Fall machen, ausprobieren und immer dran denken, ihr müsst es nicht absenden, das Video. Ja, das ist vielleicht Tipp 1, sondern einfach probiert es erstmal aus, behaltet es für euch selber oder, also ich habe mein Zeug immer sofort gepostet, man kann es auf dem einen YouTube-Kanal auch noch sehen. Ja, also Tipp 1, lieber Richie, Linse putzen, das ist das Allerwichtigste. Ich sehe sehr oft Handy-Videos, die sehr milchig und verwaschen sind. Und das liegt daran, diese Handys haben ja Touchscreens und die haben auch Touch-Kameras und da wird überall dran rumgetoucht. Und das wirklich einfach mal mit einem Brillenputztuch oder einfach mit einem T-Shirt sauber machen, macht schon mal ein deutlich besseres Bild. Das wäre der Tipp 1. Der Tipp 2 wäre, ein bisschen auf den Ton achten, gerade wenn man selber so spricht. Also ihr müsst mit dem Handy relativ nah an die Tonquelle ran, damit der Ton auch einigermaßen sauber wird. Das kann man dann später mal mit Mikrofonen und sowas umgehen. Aber wenn es jetzt wirklich um den Einstieg geht, um das Ausprobieren, würde ich die Hemmschwelle möglichst gering setzen und sagen, ich kaufe mir erstmal überhaupt kein Equipment dazu, sondern ich probiere es erstmal so. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Selfie-Videos macht, so auf Armlänge etwa, machen wir mal hier Tiefe im Bild, ne? So auf Armlänge, dann habt ihr einigermaßen guten Ton. Das wäre der Tipp 2. Tipp 3 wäre auf jeden Fall bitte den Flugmodus einschalten, weil ihr möchtet nicht, dass euch jemand anruft, während ihr ein Video einsprecht. Noch mehr? Sehr gern, sehr gern. Immer vollen Akku haben, Speicher frei machen. Ja, Speicher frei machen ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Ich schalte auch immer noch den Nicht-Stören-Modus ein und ja, dann haben wir es eigentlich so ein wenig. Ach so, Licht. Darauf achten, dass ihr nicht gegen das Fenster filmt. Also ich habe jetzt hier eine Lampe an, die macht mein Gesicht hier hell. Wäre die nicht an und würde ich mit dem Handy gegen das Licht aus dem Fenster filmen, würde es hier komplett finster werden und das, ihr hört dann nur eine Stimme aus dem Dunkeln. Das ist, hätte es vielleicht ein bisschen einen Heiligenschein, zumindest bei älteren Handys, aber... Ja, eventuell. Ja. Also wenn ich jetzt mit dem Handy mich drehen wollte, würde ich mich dann zum Fenster hin drehen, also mit dem Rücken zu dir und dann schauen, dass das Fensterlicht mich da trifft und mich aufhält und dann kann eigentlich schon nicht mehr viel schief gehen. Und wenn doch, dann kurz Bescheid sagen. Ja. Lieber Martin, eine Frage, die ich allen Gästen hier in der LinkedIn-Show stelle, irgendetwas über dich, über dein Leben, über deine Interessen, Hobbys, das dein LinkedIn-Netzwerk nicht weiß oder zumindest der Großteil deines LinkedIn-Netzwerks nicht weiß? Also Großteil wird sicher nicht wissen, dass wir hier Hunde haben, 3 Stück, 2 Dalmatiner und so einen kleinen Straßenhund, also tatsächlich so groß, irgendwie aus, den habe ich aus Mallorca mal gefunden. Was man auch auf LinkedIn relativ wenig mitbekommt, ist, dass ich recht gerne Fahrrad fahre und recht gerne Ausdauersport mache, auch wenn man es mir nicht ansieht, aber ich mache es trotzdem immer noch gerne. Das sind so die Sachen, also doch relativ viel Persönliches. Was ich jetzt gerade so reinbringe, das sind so diese Geschichten. Also ich versuche mir da jetzt dann meine Viertkarriere aufzubauen heimlich. Ja, ansonsten Tochter 5 Jahre, Auto, nichts Weltbewegendes. Oh mein Gott, mein Leben ist komplett sozialmedial offen. Ja, das ist einmal, deswegen habe ich mir diese Frage nämlich überlegt, das geht vielen von uns so. Lieber Martin, danke für das super spannende Gespräch. Ich kann nur sagen, ich freue mich auf deine kommenden Videos, Postings und ja, würde mich freuen, wenn wir wieder mal plaudern. Video for the win. Ich bin gespannt, was es von dir zu sehen, zu lesen und zu hören gibt. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und ja. Danke dir auch und dann sehen wir uns bald in Wien, wenn der Direktflug dann runtergeht. Ja, oder in Nürnberg. Könnt noch um was wetten, wer es zuerst schafft. Wer zuerst kommt, den muss der andere auf ein Mittagessen einladen, okay? Das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Bitte gilt. Passt. Ja, nochmal. Bis dann. Achso, wir müssen einschlagen. Dann müssen ja, virtual 5. Auf 3 oder bei 3? Auf 3. 1, 2, 3. Passt. Danke, Martin. Bis dann, ciao. Ciao. Smartphone-Linse putzen. Ja, sagen wir es, wie es ist. Wenn ich mit meinem Unternehmen über Video nachdenken würde,
Video als Teil meiner Content-Strategie integrieren möchte, dann würde ich mir das entsprechende Equipment besorgen und anschließend einen Workshop bei Martin buchen. Das spart viel, viel Zeit, viel eigenes Trial and Error. Man lernt wahnsinnig viel in sehr, sehr kurzer Zeit. Würde mir übrigens auch sehr Spaß machen, mal an einem solchen Workshop teilzunehmen. Vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit. Ja, das war das Gespräch mit Martin. Hallo Miroslav, freut mich, dass du dabei bist. Und ansonsten, wenn euch Fragen plagen, möchtet ihr etwas sagen, Kommentarformular. Ich freue mich natürlich immer über Kommentare. Ansonsten habe ich eine Frage an euch. Vielleicht weiß das zufällig jemand. Ich bekomme ja relativ häufig Messages und LinkedIn-Nachrichten. Ich habe eigentlich alles an Notifications abgedreht, alle System-Sounds, aber es macht immer bling, bling, ringerding. In den Einstellungen finde ich, habe ich da nichts gefunden. Weiß das vielleicht jemand? Ja, würde mich über einen Hinweis freuen. Da hat mir Google bisher auch nicht entscheidend weiterhelfen können. Und damit sind wir selbstverständlich noch nicht am Ende dieser Sendung. Stammseherwissen. Zuletzt folgt immer die Rubrik Status-Updates der Woche. Die Status-Updates der Woche. Ich brauche auf jeden Fall ein neues Intro. Dann kann man vielleicht auch der Martin helfen mit einem Synthi-Sound. Das erste Status-Update der Woche. Sie sind da. Seit gestern die neuen offiziellen Mitgliederzahlen, die LinkedIn veröffentlicht hat. Die Grafik findet ihr hier bei Thomann Geiswinkler. Das sind einerseits 673 Millionen weltweit in mittlerweile 200 Ländern bzw. Regionen, natürlich mit 167 Millionen, die USA sehr, sehr stark. Aber, wer hätte das gedacht? Insgesamt 206 Millionen Nutzer in Europa. Das ist schon eine ganze Menge. UK, wo LinkedIn ja auch zuerst expandiert, ist natürlich ganz vorne dabei. Sicherlich auch durch die fehlenden Sprachhürden. Anfangs war LinkedIn ja wirklich quasi rein englischsprachig. Im UK also 28 Millionen, in Frankreich 19 Millionen, in Italien 13 Millionen. In der Dachregion insgesamt 14 Millionen. LinkedIn weist hier die Zahlen nicht im Detail für die einzelnen Länder aus. Und dann folgt Spanien mit 12 Millionen, in den Niederlanden 8 Millionen, auch sehr, sehr verbreitet. Generell ein sehr digital und online-medienaffines Land. Belgien 3 Millionen und 2 Millionen in Dänemark. Entschuldigung, ich habe jetzt ausgelassen. Portugal 3 Millionen. Rumänien 2 Millionen, Schweden 3 Millionen, in der Tschechei 1 Million, in Finnland 1 Million, in Irland 2 Millionen und in Polen 3 Millionen. Macht zusammen 206 Millionen europäische LinkedIn-Nutzer, also sehr, sehr starkes Wachstum auch weiterhin in allen Bereichen. Vielleicht kann ich ja noch was in Erfahrung bringen bezüglich der einzelnen Nutzerzahlen für Österreich, Deutschland und die Schweiz. Dann werde ich euch auf jeden Fall hier in der Sendung, wie gesagt, normalerweise immer donnerstags um 16 Uhr, heute ausnahmsweise etwas später begonnen, darüber informieren. Das war jetzt ein ziemlich langer Satz für eine Fernsehsendung. Schachtelsätze vermeiden. Social Media als Berufsfeld, der Job des Social Media Managers. Astrid Wester schreibt hier, beziehungsweise teilt hier einen Artikel von Annalena Müller, die beim Global Content Hub für die Volkswagen AG arbeitet, und es geht im Annalena wiederum teilt den Artikel von Jürgen Kamrath, und es geht um das Berufsbild bzw. um das ernst respektive nicht ernst genommen werden des Social Media Managers. Hier ein Zitat: Selbst im Jahr 2020 wird immer noch viel zu oft über die Arbeit von Kolleginnen aus der Social Media und Community Abteilung gelächelt. Die müssen ja nur irgendwas im Netz posten, heißt es. Und dabei auf Inhalte ihrer Kolleginnen zurückgreifen. Null Eigenleistung, das kann doch jeder, so die Vorurteile. Da steckt natürlich viel, viel mehr dahinter, und darum geht es in dem Artikel auch. Social Media, nicht nur, dass es einerseits um die strategische Komponente geht, aber Social Media ist eine Aufgabe oder sagen wir so, ein Teilbereich der Kommunikation, der in unserer modernen Berufs- und Arbeitswelt sehr, sehr viel koordinative Tätigkeiten erfordert.
Kommunikation ist eben keine Aufgabe mehr nur für Marketing und PR. Das betrifft die Vertriebsabteilung, das betrifft CRM, das geht eigentlich, das betrifft die Geschäftsführung, das geht quer durch alle Unternehmensbereiche und natürlich im Idealfall mit starker Unterstützung der Geschäftsführung bzw. des Vorstands gehört es natürlich auch zu den Aufgaben eines Social Media Managers, diese Tätigkeiten zu koordinieren bzw. dafür zu sorgen, dass die einzelnen Abteilungen eben auch in Sachen Kommunikationsstrategie, in Sachen Redaktionsplanung miteinander sprechen. Auch das würde ich als ganz wichtige Komponente bezeichnen. Auf jeden Fall nehmt Social Media endlich ernst. Ein sehr, sehr lesenswerter Artikel auf Yocami. Die Links folgen dann gleich auch in den Shownotes, wie gewohnt. Britta Behrens hat uns heute eine Podcast-Folge empfohlen mit Katja Diel und diese Empfehlung mit dem Prädikat sensationell empfohlen. Ich habe nur kurz reingehört, ich werde mir das Ganze dann am Abend in Ruhe anhören, aber ich sage mal, wenn Britta das empfiehlt, dann ist das ein Sure-Shot. Es geht in dem Podcast geht es um das Thema exzellent präsentieren und Katja Diel hat vor einem Jahr einen eigenen Podcast gelauncht, der ist innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit sehr populär geworden. She Drives Mobility ist ihr Brand und hier in dieser Folge verrät sie einiges darüber, wie sie eben auch ihren eigenen Podcast so gut positioniert hat. Ich freue mich schon aufs Anhören. Gibt es auf Google Podcasts. Wie gesagt, Link folgt gleich. An dieser Stelle, weil es gerade so gut dazu passt, Datenschmutz bzw. die LinkedIn-Show gibt es jetzt auch For Your Ears als Podcast. Die Interviews aus der Datenschmutz-Show verfügbar auf Anchor, Spotify, iTunes und den üblichen verdächtigen Plattformen. Nebenbei, ich habe gelesen, iTunes ist nicht mehr der größte Podcast-Anbieter weltweit. Anchor hat starkes Wachstum, aber der größte Podcast-Aggregator der Welt ist aktuell mittlerweile Spotify. Also nicht nur im Musikbereich sehr, sehr stark, sondern eben auch bei den Podcasts. Jo, trägert wie a Fagge. Mein Lieblingsposting der Woche. Natürlich von Ellen Meyer. Ellen kümmert sich um die HR-Agenten bzw. sucht Mitarbeiter für die Firma Klaus Heinemann Elektroanlagen GmbH. Ja, was soll man zu dem Bild sagen? Abgesehen davon, dass das Mini-Schwein sowas von süß ist. Das fällt auf, das ist klar. Ich finde es gut, ich finde es sympathisch. Aber ich finde es halt auch in professioneller Hinsicht sensationell gut gedacht und gemacht. Aus einem ganz simplen Grund, nämlich ich habe ein paar gute Bekannte, die Elektriker sind und die treffen wir auch häufig in unserem Stammbeißl im Havla, wo wir auch vor kurzem die Havlarä-Kabarett-Aufführung hatten. Und wenn man sich genau anschaut, was da draufsteht, trägert wie a Fagge, ist es anfänglich auf unseren Baustellen immer und genau deswegen ist die Arbeitskleidung unserer Mitarbeiterinnen saugut. Also mich hat es da richtig gerissen, wie ich das gelesen habe, weil ich weiß eben von unseren Elektrikerfreunden, dass das ein riesengroßes Thema unter Elektrikern ist. Die Arbeitskleidung, die Ausstattung. In manchen Firmen muss man sich da selber was Brauchbares besorgen. Ich meine, besser geht's nicht von der Zielgruppenansprache. Ja, brillant. Ich denke, die, ja, Klaus Heinemann, ihr habt da mit Ellen meiner Ansicht nach wirklich den Jackpot gezogen. Ich freue mich jetzt mal, wenn ich solche Postings sehe. Begeistert mich. Nochmal in eigener Sache, am 13. Februar, das wir machen Marina Zayat, Britta Behrens, die vorhin erwähnten Podcast empfohlen hat, Thomas Herzberger, den ich am Montag beim Growth Hacking Meetup getroffen habe, in Wien eine LinkedIn Masterclass, einen Deep Dive, limitierter Workshop für 10 Teilnehmer. Das heißt, wir werden da sehr, sehr intensiv diskutieren. Das ist eben immer das Bling-Bling, das ich vorher gemeint habe. Freut mich sehr, wenn ihr dabei seid. Details und Links, Karten über Eventbrite gibt es dann ebenfalls hier in den Shownotes. Heute ist Donnerstag. Daraus folgt, dass morgen Freitag ist und wie ihr seht, ich habe diesmal die Seite rechtzeitig aktualisiert. 17. Jänner, 27. Linked Friday. Ihr
sucht 1 bis 3 Kontakte aus eurem Netzwerk aus, markiert die Person in einem Status-Update, taggt das Ganze mit Linked Friday und man findet dann auch unter dem Tag alle Postings. Ja, ganz, 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 ganz toller Weg, neue Kontakte zu entdecken, und das sage ich nicht aus Promotion-Gründen für den Linked Friday, das muss ich nicht tun, der rennt eh von allein mittlerweile, dank euch, aber ich finde da immer so tolle neue Kontakte, ich liebe es, den Hashtag-Feed am Freitag durchzuschauen. Und damit werde ich schon langsam wieder heißer, aber das macht nichts. Denn wir sind am Ende der 23. LinkedIn-Show mit Datenschmutz angelangt. So, ich schaue noch mal kurz rein, ob es eine Frage gibt. Multitasking. Hallo Irene, ja, ich meine on point. Ich meine natürlich auch, habe ich was anderes gesagt? On point. Verwirrung. Viel an einem Tag. Aber damit sind wir jetzt wirklich am Ende der Sendung angelangt. Ich danke vielmals, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder nächste Woche am Donnerstag um 16 Uhr. Tschüss. Ciao. Adieu.